eine wertvolle Relikte. Ein gestohlener Sack, Tagebuch des Schufts. Schufts. Ich bin schon bei der Quest, Mann. Ach. Bei Schuft? Schuft ist ein scheiß Name, aber ich rede trotzdem mit dir. Hallo, mein Name ist Schuft. Harry Schuft. Harry Kleber. Fahr schon mal den Wagen vor. So. Wie sollen wir Folge dem Harry Schuft. Reden. Nur reden, ne? Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Dieser Schuft, Bandit und Schuft. Verrecke, du Wurm. Ah. Lief nicht so gut, ne? Eigentlich wollte ich Gegner, keine Opfer. Naja. Dann kann ich immer eine Herausforderung haben. Da, der sieht schon eher nach einem Gegner aus. Ja. Nigel Halsabschneider. Ist auch ein scheiß Name. Warum übrigens. Bewegt er sich nicht? Kommt er nicht voran, hä? Sagt ihr eher zu, dieses Stunnen. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Okay. Wenn ich nicht vorher finde, du Arsch. Wir warten dann mal, ne? Ich kann es kaum erwarten. Ich habe eine Bardike des Winters gefunden. Ich habe einen hochwertigen Helm gefunden. Ja, nur, wo steht denn, für was das ist? Eine magische Stangenwaffe, aber steht nicht, für wen das ist. Dann kann es jeder nutzen, oder nicht? Das kann ich nicht benutzen. Es sei denn, deine Klasse darf es nicht tragen. Zauberer dürfen doch nicht so. Ach so, Zweihandwaffen zum Beispiel. Ja. Ah, okay, du könntest sie tragen, ich nicht. Ja. Hier ist die Reliquie. Und jetzt töten wir euch und nehmen die Reliquie. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon heiraten. Uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belga... Kinder großziehen. Belga, ich meine Kinder großziehen. Nett. Vertrauenserweckender Partner. So Teppichratten, Kinder. Nun weiß den Weg. Da sind Hühner. Hurra! Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja, dann beweg dich. Wackel mit dem Beat und beweg deinen Arsch. Ja, jetzt haben wir... Ach, jetzt musst du mit ihm reden. Du bist am Essen, ne? Was wird Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Mein Hund auch mit mir. Ein Stück das Herrchen, ein Stück der Hund. Wenn ihr einer Gruppe beitretet, müsst ihr den Schuft so lange im Lager zurücklassen. Ja, ist okay. Oh ja, alles klar. Wir sind keiner Gruppe beigetreten, wir waren schon in einer. Bei den Wildwutsches. Oh. Ja, hier geht's lang. Wo geht's lang? Ah, du bist ein anderer Weg. Es gab zwei. Ja, ja. Warum sagt mir das keiner? Geht sich ja nicht alles was an. Ich sag dazu jetzt nichts. Leck mich! Nein. Wir sind immer so höflich zueinander. Warte mal kurz. Lass mal kurz auf die Uhr schauen. Nee, ist leider zu spät. Also eine weitere. Ihr wollt diesen Wofür ist es zu spät? Für deine Forderung. Jeder ist käuflich. Weißt du, wenn ich dich angreifen könnte, ne? Dann hättest du schon längst verloren. Ah ja, das ist aber lieb. Wir haben mal einen netten Geist gefunden. Zwei. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. Aha. Die schwärenden, was sind eigentlich schwärende Wälder?
Schaurig, ne? Was weiß ich? Die Felder des schaurigen Deutsch. Die sind wütend. Wütendes Trugbild. Wenn es ein Trugbild ist, dann hat es mich nicht anzugreifen. Kriegst du überhaupt hier? Wir dürfen mich nur in meinen Träumen angreifen, sonst nie. So, genug gerülpst, weiter geht's. Aber warum kann der nicht mitlaufen, aber die Lea kann? Weil die, ne? Quest-relevant ist, ne? Scheinlich. Der ist dann nur für Kanonenfutter, damit dich nicht alle angreifen, und sie muss halt dabei sein. Oh, hier ist doch was. Wo wollen denn meine Hunde hin? Egal, die haben nirgendwo hinzuwollen, die haben mitzulaufen. Ja, ja. Drängt uns mal zurück. So, Ruhestätte des Kriegers. Super. Wunderbar. Jo, führt die. Das hast du aber fein gemacht. Nichts, was ich mitnehme. Alarich sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Huch! Ich war's nicht. Doch schon ganz schön hartnäckig, ja. Ja. Nicht besonders neckig, aber ganz schön hart. Stammesmaske, das hört sich gut an. Abenteuerliche Wächter irgendwas. Oh, 34. Wächterbogen mit 20,3 Schaden. Und 2 bis 4 Blitzschaden und getötete Gegner gewähren plus 5 Erfahrung. Ich habe einen richtig schicken Brustschutz gefunden. Sie hat einen BH gefunden. Ja. Magischer Umhang. Schade, Dämonenjäger. Abenteuerliche Holzaxt des Sternenlichts. Oh, ich kann ein magisches Mojo anstatt eines Schildes anlegen. Das ist. Warum muss ich jetzt gerade an Austin Powers denken? Was hast du gefunden? Mojo. Ja. Ist er nicht süß, der Kleine? Ich nenne ihn Mini-Mi. Was ist das denn? Fanal der Ehre. Okay. Wenn jetzt wieder irgendwas passiert, ne? Ich sag es dir. Anal der Ehre. Aha. Ah, das sollten wir nur nehmen. Und das war bestimmt eine Falle oder sowas. Okay. Diana Jones, jetzt gleich kommt so eine Kugel, aber von vorne. Pfeile Game von unten, over. Ne? Pfeile von unten, Kugel von vorne, Feuer von rechts und links. Komm hier nicht raus, doch da. Ey, wo ist denn das raus, Ding? Ja, ach, da musst du so komisch. Toll gesetzt, Blizzard. 11 Jahre Entwicklung und nichts dazugelernt. Hups. Wütendes Drüben. Töten. Ja, ja. Vernichten, zerreißen und zerschmeißen. Stufe 10, ich werde immer besser. Passive Fähigkeit neue. Das ist gut. Passiv ist immer gut. Ich hoffe, ich bin da jetzt gleich auch soweit. Ja, müsste es ja auch gleich eigentlich dein Level up haben. Ja. Aber wie ich gesagt habe, gell, man gleicht sich doch irgendwann relativ an. Welches Level hast du jetzt? 11. Ich habe jetzt 10 erreicht. Mir fehlen noch... Ja gut, noch, ich krieg mehr Erfahrung dann. 2000 Erfahrung. Neue passive Fähigkeit. Was gibt's? Verschwimmen oder machthungrig? Machthungrig. Heilkugeln stellen 30 Arkankraft wieder her. Und verschwimmen. Nahkampfschaden reduziert um 20%. Den ich erleide. Das ist gut, nehme ich.
Primär gibt auch neu. Was gibt's hier denn? Schockimpuls, Rune. Explosive Blitze, na also. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines. Erhellender Schlagring, super. Ich hätte ganz gern mal einen richtigen Ring. Eifriger Zweihänder der Schlange. Klingt interessant. Mhm. 15,3 Schaden plus Giftschaden und Angriffsgeschwindigkeit um 3 erhöht. Den könnte ich zum Beispiel nehmen. Brauchst du einen Zweihänder? Nö. Nö. Ist nicht schlecht, die Scheiße, aber nicht für mich. Als Barbar würde ich ihn mal testen. Ja. Dann macht das ja auch ein bisschen mehr Sinn als Zauberer. Irgendwie schon, ja. Ich bin als Zauberer scheiße, deswegen brauche ich ein großes Schwert. Bastel dir doch einfach einen langen Zauberstab. Hey Baby, wenn ich dich kriege, zeig dir mein Zauberstab die Liebe. Hey, die explosiven Blitze sind gut. Oh yes, Stufe 12. Moment. Yes, yes. Fertigkeiten. Neun. Ach scheiße, ich habe ja jetzt meine Rüstungssachen, die besser sind. Anlegen? Oho, ich habe Heimsuchung dazu bekommen. Ihr befehlt einem Geist, einen Feind heimzusuchen. Stirbt das Ziel, sucht der Geist ein weiteres Opferheim. Okay. Probieren wir mal aus. Schauen wir mal. Och, mein Ledermantel ist sogar ab Stufe 11. Was ist das für ein Scheiß? Zombiehund, tollwütiger Hund. Annehmen, yes. Also explosive Blitze sind wesentlich besser als andere. Okay. Oh, ich habe den Eingang gefunden zu der Krypta, scheiße. Ja, ich sehe es. Moment. Ein Baum im Weg. Hier war eine Menge im Weg, alles weg. Okay. Oh, da ist noch was. Na. Ach, was wollte ich jetzt ausprobieren? Was macht der nochmal? Oh, er ist jetzt von einem Geist heimgesucht. Wie geil ist das denn? Also wesentlich besser jetzt mit dieser... Oh, was ist das denn? Guck mal, was hier los ist, ey. Ja, ich bin dabei. Ist ja mächtig hier. Große, große Klipperparty, so wie das aussieht. Herrje. Jetzt ist doch aber mal gut, oder? So, jetzt können wir endlich reingehen. Neuer Rekord, Massaker. 46 Monster getötet. Huch, da war ein kleiner Leck.